Sehr geehrter Herr Köhler, Florian Weiß, Thomas Flöhl, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Der Hans und Lea Grundig-Preis 2015 hat im weiten Sinne etwas mit Flucht, Exil, Migration und Integration zu tun. Dieser Rahmen hat einen direkten Bezug zu Lea Grundig. 1939 floh die Jüdin und Künstlerin vor den Nazis aus Deutschland. Sie fand im damaligen Palästina Aufnahme, erst in einem Lager, später in Haifa und Tel Aviv. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Israel hatte vor Jahresfrist mit einer Ausstellung und einem Symposium an sie und an eben diese Zeit erinnert. Das Buch Lea Grundig mit Beiträgen von Angelika Timm und Gideon Offrath sowie mit wundersamen Grafiken, Zeichnungen und Radierungen von Lea Grundig aus ihrer Palästina-Ära erinnern daran, und dieses Buch sei hier durchaus auch weiter empfohlen. Nun sind Flucht, Exil, Migration und Integration keine Geschichten allein aus der Historie, sondern hochaktuell, mancherorts noch schlimmer, im Wortsinne brandaktuell. Nicht erst seit es Hunderttausende Flüchtlinge auf oft tödlichen Wegen bis nach Zentraleuropa schaffen, also auch nach Deutschland. Weltweit sind seit Jahren zig Millionen Menschen auf der Flucht. Aktuell ist von 60 Millionen die Rede. Das Gros aus dem arabischen Raum und Afrika. Die meisten fliehen innerhalb ihrer Länder oder Regionen. Wer es dennoch lebend über das Mittelmeer schafft, strandete bisher in Italien oder Griechenland. Für Deutsche war das lange weit weg und für die Politik im Übrigen nicht relevant. Zumal nach europäischen Regeln und deutschen Gesetzen ohnehin so gut wie niemand mehr in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme erbitten kann. Dereinst wurde das Asylrecht für jede und jeden im Grundgesetz verbrieft, eben genau wegen der schlimmen Erfahrungen von Lea Grundig und Millionen anderen, die von den Nazis gejagt wurden. Das Asylrecht galt als eherne deutsche Lehre aus der mörderischen Zeit des sogenannten Nationalsozialismus. Aber es wurde längst verstümmelt. Doch plötzlich scheren sich Millionen Menschen, die um ihr Leben fliehen und eine Zukunft begehren, nicht mehr um deutsche Abschottungsparagraphen. Das kam übrigens mitnichten über Nacht. Es gab Vorboten. Zum Beispiel die Flüchtlinge, die 2012 bis 2014 in Kreuzberg auf dem Oranienplatz lebten. Wochenlang auch vor dem Brandenburger Tor bei Nässe und Kälte. Übrigens schützende Schirme oder gar wärmende Decken waren ihnen damals von Amts wegen verboten. Jenny Erpenbeck beschreibt deren Schicksale und mehr in ihrem neuen Roman Gehen, Ging, Gegangen, erschienen bei Knaus. Doch die Politik verharrte weiter in ihrem ach so deutschen Wachturm. Keinerlei Debatten über Fluchtursachen und eventuell deutsche Mitschuld. Keinerlei Vorsorge für einen humanen Umgang mit Menschen in größter Not. Erst 2015 kam Bewegung in die Starre, allerdings sehr widersprüchlich.
Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien sind tief zerstritten. Wie sehr wurde uns am vergangenen Wochenende vorgeführt. Vor laufenden Kameras kanzelte der Pascha einer bajuwarischen Provinzpartei die Bundeskanzlerin ab. Angela Merkel will den Flüchtenden mit Herz begegnen. Horst Seehofer will ihnen die Waffen zeigen. Gleichwohl, auch darauf sei aufmerksam gemacht, verschärfen beide das Asylrecht und wenden es gegen Asylsuchende. Genauso wie es anlässlich der Pogrome 1992-93 geschah. Was hätte wohl Lea Grundig zu all dem zu sagen? Zugleich werden Land auf Land ab westliche Werte beschworen, die bedroht seien. Andere wiederum wollen ihr Abendland verteidigen. An vielen Stellen fehlt wirklich nur noch Helm ab zum Gebet. Muslime, die vor Terroristen fliehen, werden unter einem feindlichen Generalverdacht gestellt und ob ihres Glaubens pauschal verdammt. Gotthold Ephraim Lessing, ein Sachse der deutschen Aufklärung, Autor von Nathan der Weise und der Ringparabel, dürfte ob dieser Zustände im Grab kreiseln. Über westliche Werte in einem europäischen Abendland werde ich hier nun kurz eine Geschichte vorlesen. Sie stammt aus meinem Buch Gottlose Type. Es enthält 52 Episoden aus 25 Jahren meiner politischen Arbeit. Viele sind, wie Titel und Einband ahnen lassen, heiter und auch überraschend, aber eben nicht alle. Im Buch ist übrigens auch eine Anekdote enthalten, die ich im Ghetto-Fighter-Haus in Israel erlebt habe. Dort, wo Kunstwerke von Lea Grundig ausgestellt sind. Das Erlebnis, das ich jetzt lesen möchte, ist sehr ernst. Es trägt den Titel Fußball für Roma. Die Meldung ging international durch die Medien. Nazis haben in einem ungarischen Dorf das Haus einer Roma-Familie angezündet. Als der Vater mit seinem dreijährigen Sohn dem Inferno entkommen wollte, wurden beide erschossen. Ich wollte schon länger nach Ungarn reisen, zumal damals gerade eine neue linke Bürgerrechtspartei gegründet wurde. Aber nun fuhren wir gemeinsam in das Dorf, um uns mit den Hinterbliebenen, ja überhaupt mit Sinti und Roma, zu solidarisieren. Romani Rose, Vorsitzende des Zentralrates der Sinti und Roma in Deutschland, Theo Zwanziger, damals Chef des Deutschen Fußballbundes, und ich. Abends waren wir im Neppstadion beim Fußball-Länderspiel Ungarn gegen Deutschland. Vor dem Anpfiff warb eine antirassistische Initiative für Demokratie und Toleranz. Deutschland gewann das Match vor 8000 Zuschauern. Das waren sehr wenige im eigentlich fußballverrückten Budapest. Nahezu zur selben Zeit wurde die neue Regierung vereidigt. Unter freiem Himmel, bejubelt von 80.000 Ungarn. Sie gilt als rechtskonservativ, rechtspopulistisch und wird durch militante neofaschistische Organisationen gestützt. Auf ihr Konto gingen regelrechte Feldzüge gegen Sinti und Roma. Tags darauf war ich im jüdischen Viertel bei der dortigen Gemeinde und im Holocaust-Museum. Der Direktor fürchtete um den Bestand seiner Ausstellung. Dort konnte man nämlich nachvollziehen,
wie das 1944 war, als die Nazis kamen, um Hunderttausende ungarische Juden in deutsche Gaskammern zu schicken, hatten die Horthy-Faschisten diese längst abholbereit in Lager zusammengefercht. Diese tödliche Kumpanei sollte nun aus dem kollektiven Gedächtnis, ergo auch im Holocaust-Museum, getilgt werden. Unsere Dolmetscherin machte uns zudem auf Autoaufkleber aufmerksam. Wir sahen sie wohl, denn es gab sie massenhaft. Wir konnten sie zuerst nur nicht deuten. Sie zeigten die Silhouette von Großungarn vor 1918 und mithin Ansprüche auf Territorien der Slowakei und Rumäniens. Wenig später stellte diese ungarische Regierung Obdachlose unter Strafe, sobald sie im Stadtbild sichtbar wären. Sie überzog NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, mit einem Generalverdacht, sofern sie Kontakte ins Ausland pflegen. Sie kappte die Pressefreiheit zugunsten regierungshöriger Medien. Und vorläufiger Höhepunkt 2014, sie plant eine Steuer für alle, die im Internet unterwegs sind. Übrigens, Ungarn ist seit 2004 ehrenwertes Mitglied der Europäischen Union. Aus meinen Besuchen in Österreich weiß ich übrigens, seit einigen Jahren wächst in Wien die jüdische Gemeinde rasant. Das Gros der Neumitglieder spricht Ungarisch. Und damit zurück zu den aktuellen Dingen. Die sogenannte Flüchtlingskrise erweist sich zunehmend als Krise der Europäischen Union, als politische, als soziale, als demokratische und menschliche. Und das betrifft uns alle, nicht nur Flüchtende und Asylsuchende. Auch hierzulande polarisiert sich die Gesellschaft gefährlich. Ja, es gibt vermeintlich westliche Werte wie Demokratie, auch Solidarität. Tausende freiwillige Helferinnen und Helfer leben sie, indem sie bis zur Erschöpfung Flüchtlingen das Notdürftigste zum Leben organisieren. Die Regierungen im Bund und in den meisten Ländern gehören nicht dazu. Jene, die wie Pegida Rassismus predigen und Gewalt schüren, ohnehin nicht. Und wieder offenbaren sich hier Konflikte, die schon viel länger schmoren. Die Ursachen sind hausgemacht und liegen viel tiefer. Über das Tiefer können wir gerne reden, es würde nur mein Grußwort sprengen, das heute den Preisträgern der Hans- und Lea-Grundig-Stiftung gilt. Also werde ich meine Gedanken abschließend mit zwei Ereignissen vom vergangenen Wochenende illustrieren. Sie zeigen, wie die Gesellschaft gefährlich auseinanderdriftet. Das eine wurde aus Sachsen gemeldet. Vor einem Drittligaspiel Dresden gegen Aue verharrten die Mannschaften in einer Schweigeminute und gedachten so der vielen Terroropfer von Paris. Dagegen skandierten beide Fanblocks: Merkel muss weg, Merkel muss weg. In ihrem verbohrten Hass gegen Flüchtlinge merkten sie nicht einmal, dass sie sich mit Mördern gemein machten. Und wenn doch, umso schlimmer. Die zweite Episode spielt hier in Berlin. Hier fand ein Landesparteitag der Linken statt. Flüchtlinge willkommen, rassistische Hetze und Neofaschismus bekämpfen, Solidarität organisieren, hieß ein Debattenpunkt. Auch ich sprach dazu. Später betraten 5 Flüchtlinge die Bühne. Eine Roma-Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder vom Balkan, sowie ein junger Mann aus Kamerun.
Der sagte, als ich flüchtete, war ich 23 Jahre alt. Nun bin ich hier und 28. Er fügte hinzu, er wolle eine gerechte Welt und sei deshalb Sozialist. Und wieder wörtlich, ich bin nach Deutschland gekommen, weil man hier Sozialist sein kann, ohne dafür gleich ins Gefängnis gesteckt zu werden. Im Saal war es ergriffen still. Alle Delegierten erhoben sich und klatschten Beifall und hießen diese Menschen willkommen. Ich danke Ihnen. Yes, there is.